Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie du hören kannst, schallt es so ein bisschen. Ich bin gerade in einem Altbau und dieser Raum hier wird komplett renoviert. Neue Tapeten dran, Deckenverkleidung neu gestrichen, Heizkörper neu lackiert, Rigipswände gezogen und natürlich, was darf bei einem neuen, frisch renovierten Zimmer nicht fehlen, der Bodenbelag wird auch erneuert. Den haben wir bereits schon entfernt und hier möchte ich mit euch heute in Zusammenarbeit mit der Firma Wolfkraft einen Vinylboden verlegen, besser gesagt Klick-Vinyl. Und wie du das machen kannst, das erfährst du nach dem Intro. Bevor wir loslegen mit dem Verlegen, von vornherein, es gibt wunderbare kleine Starter-Sets, die werde ich euch gleich Schritt für Schritt im Video zeigen. Damit ist das Verlegen von dem Vinylboden oder Klicklaminat sehr, sehr einfach. Ich habe mir anfangs auch die Frage gestellt, Vinylboden bzw. Klick-Vinyl oder Klicklaminat. Darüber gibt es ein extra Video, da werde ich dir mal die Unterschiede erklären und warum, weshalb ich mich hier für Klick-Vinyl entschieden habe. Das Video dazu werde ich dir mal hier oben verlinken. Was ihr natürlich nicht unterschätzen dürft bei diesen Arbeiten hier, wir sind jetzt den ganzen Tag auf Knien unterwegs, sprich es gibt so Knieschoner, die habe ich jetzt leider vergessen. Ich werde euch aber die passenden unten in der Videobeschreibung verlinken, sowie auch alle anderen Zubehörteile, die du jetzt in diesem Video siehst. Bevor wir loslegen, sollte der Boden staubfrei sein und natürlich eben sein. Kleine Erhöhungen müsst ihr mit dem Spachtel nehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber was hier am wichtigsten ist, ist, dass der Boden komplett in einer Flucht ist, beziehungsweise eben. Prüft das Ganze mit einem Richtscheit, mit einer großen Wasserwaage. Und wenn ihr merkt, dass der Boden wirklich so übertrieben so Wellen schlägt oder uneben ist, dann müsst ihr hier mit einer Ausgleichmasse arbeiten. Dieser Boden ist hier eben, es gibt so 1-2 mm Unterschied, aber das ist noch alles im Toleranzbereich. Jetzt fangen wir an mit dem Trittschallschutz. Trittschalldämmung auch genannt. Ich habe mir jetzt hier für so eine Variante entschieden, die 5 mm stark ist, die für Parkett oder Laminat geeignet ist, ist natürlich auch für Vinyl geeignet, ist eine Reduzierung des Trittschalls, vom Gehschall und Wärmedämmung auch gleichzeitig. Sprich, ihr tut noch was für die Dämmung bzw. Wärmedämmung. Das solltet ihr auf keinen Fall vergessen, beziehungsweise es gibt auch unterschiedliche Arten von Trittschalldämmung. Da könnt ihr im Baumarkt euch mal beraten lassen, beziehungsweise ich würde das immer passend zum Hersteller wählen, damit das Ganze nicht gegeneinander arbeitet. Ich habe mich jetzt für dieses EasyCut entschieden. Das ist ganz, ganz einfach. Das könnt ihr mit einem Cuttermesser zuschneiden, zusammenklicken und die offenen Bahnen klebe ich damit ein Aluminiumtape zu. Da der Raum hier nicht wirklich groß ist und ich auch nicht viel Platz hier habe, das heißt, auf der linken Seite befindet sich das ganze Laminat und das Werkzeug und hier auf dieser Seite ist komplett leergeräumt, werde ich erstmal diesen Trittschutz bzw. die Schalldämmung erstmal bis zur Hälfte des Raumes auslegen und dann mich Stück für Stück zum Raum hin arbeiten. Ganz, ganz wichtig ist, dass ihr das Klick-Vinyl 1-2 Tage bevor ihr das verlegen möchtet, in den Raum platziert, damit es auch die Raumtemperatur annimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten habt ihr nachher böse Überraschungen, wenn das Klick-Vinyl sich dehnt oder zusammenzieht, je nachdem wie die Raumtemperatur ist. So, nehmen wir mal unser erstes Brett. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch mindestens 2 Pakete öffnet, wenn nicht sogar 3. Sprich, je nach Charge kann es sein, dass die eine ganz, ganz minimale Farbabweichung haben. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr nehmt euch ein Paket, verlegt es, dann das nächste, dann habt ihr nachher später das Gesamtbild farblich vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Deswegen mischt man das Ganze wie beim Kartenspiel. Das heißt, ich nehme ein Paket, 2 Pakete und nehme das immer so Stück für Stück nacheinander weg. Das erste Brett braucht ihr gar nicht zuschneiden, wir legen das einfach hin. Wichtig ist nur, wir arbeiten von links nach rechts, nicht von rechts nach links, das geht nämlich nicht. Und bei diesem Brett ist es wichtig, dass hier, wir haben hier eine Nut, dass die zu uns zeigt und hier oben haben wir eine Feder, die dann nach rechts zeigt. Beim zweiten Brett wird die Feder einfach in die Nut hineingeklipst. Ich habe jetzt die Wand als Abstandshalter genommen und wie ihr habt gesehen, ich habe mit dem Schlagholz dann das Stück zusammengefügt. Wenn ihr keinen Schwung mehr habt für den Schlagholz bzw. Platz für den Hammer, könnt ihr natürlich auch das passende Schlageisen nehmen. Jetzt nehmen wir unser drittes Brett und letztes Brett
Und ja, jetzt müssen wir das Ganze zuschneiden. Das Ganze zeichnen wir uns vorweg erstmal an. Und das Ganze ist wirklich sehr, sehr einfach. Ihr braucht dazu jetzt keinen Zollstock. Wir nehmen einfach unser Brett so, als ob wir es jetzt reinstecken wollen würden. Sprich, hier hinten ist die Nut, hier ist die Nut. Und wir drehen das Ganze um 180 Grad. Und jetzt können wir auch unser Panel oder Brett anzeichnen. Wichtig ist, dass ihr hierbei wirklich den Abstand zur Wand einhaltet. Sprich, das Ganze hinten auch, denn so ein Vinylboden, Parkettboden, Laminatboden arbeitet mit der Zeit. Sprich, schaut auf der Verpackungseinheit drauf, wie viel Boden oder Wandabstand ihr einhalten solltet. Ich verwende in der Regel immer so 8 mm bis 1 Zentimeter, je nachdem, was die Fußleiste nachher auch abdeckt. Das müsst ihr natürlich auch nochmal kontrollieren. Und dann zeichnen wir uns das Ganze an, übertragen das mit einem Winkel und schneiden das an unser Laminatschneider zu. Da wir die Rückseite vom Laminat angezeichnet haben, müssen wir uns das Ganze natürlich mit einem Winkel nochmal übertragen. Dann können wir die Schneidlade dementsprechend einstellen. Und wir haben noch zusätzlich hier einen kleinen Hilfsbock, den können wir dann am Ende des Laminatbrettes runterlegen, damit das Ganze auch nicht schief steht. Und dann können wir das mit Schmackes, natürlich der erste Schnitt machen wir immer sehr, sehr vorsichtig, runterführen und zack, haben wir das Laminatbrett oder Panel zugeschnitten. Was natürlich wichtig ist, beziehungsweise was ihr nicht unterschätzen solltet, ist die Bedienungsanleitung. Bevor ihr den Laminatschneider aufbaut, lest euch das wirklich ganz genau durch und dann stellt auch die Schneiden, beziehungsweise die Eisen richtig ein. Bei einer Vinyldicke von 5 bis 11 mm solltet ihr das auf Stufe 2 setzen. Unter 5 mm auf Stufe 1. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die erste Bahn ist auch die schwierigste. Jetzt kommen nämlich diese Abstandskeile zum Einsatz. Und die setzen wir nämlich jetzt am Rand hinein. Diese Keile sind wirklich ganz, ganz wichtig. Alternativ könnt ihr auch Holzkeile oder was anderes verwenden, aber ihr solltet die erste Bahn wirklich in Flucht verlegen und die sollte auch wirklich stimmen mit dem Abstand ringsherum. Und hier zählt natürlich der dichteste Abstand von der Wand, deswegen es kann sein, dass die Wand vielleicht eine Beule schlägt und da solltet ihr den geringsten Abstand nehmen und davon mindestens 8 mm. Sprich, die Keile könnt ihr dementsprechend anpassen und die erste Bahn sollte ziemlich gerade sein. Und jetzt nehmen wir natürlich das Reststück, was wir von da vorne übrig haben. Das sollte nicht unter 30 cm sein. Also ich würde sogar sagen 40, denn das Ganze kann sich dann verschieben. Umso kürzer das Ganze ist, umso mehr verschiebt sich das Ganze. Sprich, nehmt immer bitte mindestens 30 cm. Wenn ihr jetzt drunter seid, ist das ein Abfall, beziehungsweise ist das halt Verschnitt. Das Ganze setzen wir jetzt hier wieder an. Wie gesagt, es ist ja Klicklaminat, das heißt rein und eigentlich fällt das hier schon von alleine runter. Wir brauchen da gar nicht mehr großartig hier mit dem Schlagholz gegenschlagen. Wer mag, kann das natürlich ganz leicht machen. Da empfehle ich euch immer mit einem Eigengewicht auf die erste Bahn gehen und dann ganz leicht gegenschlagen. Ihr seht auch hier bei diesem Schlagholz haben wir unterschiedliche Nuten oder Felze und die könnt ihr dann dementsprechend richtig am Parkett oder Laminat oder am Vinyl anlegen. Und ihr solltet natürlich darauf achten, dass das Ganze jetzt eine Ebene ist. Das heißt, es darf jetzt nichts abstehen, es dürfen keine Fugen sein, gar nichts. Wenn es der Fall sein sollte, nehmt ihr das Ganze bitte wieder auseinander, dann habt ihr das nämlich nicht richtig zusammengeführt. Aber das sieht schon sehr gut aus. Und nachdem wir die ersten zwei Bahnen verlegt haben, das mache ich jedenfalls immer so, bringe ich etwas Gewicht auf die Bahn, damit sich das Ganze doch nicht ein bisschen verschieben kann oder verrutschen kann. Und jetzt sind wir an einen Punkt gekommen, wo zwei Heizungsrohre sind. Ihr könnt das natürlich jetzt auf die allseits beliebte Methode mit einem Anschlagwinkel euch anzeichnen. Das geht natürlich auch, der hier bei diesem Set mit dabei ist. Übrigens bekommt ihr die in jedem gut sortierten Baumarkt, werden die angeboten oder auch online. Und da gibt es auch diese Leere, die könnt ihr übrigens auch extra erwerben. Das Schöne daran, ihr könnt das jetzt nehmen, setzt sie hier bündig. Und dann drückt ihr das gegen.
Und dann könnt ihr das hier mit den Hebel fixieren und dann haben wir unser Abstand und den können wir jetzt exakt mit einem Bleistift auf dem Laminat übertragen. Fix ausgeschnitten mit einem Laminatschneider, natürlich könnt ihr den Rest dann auch mit einem Cutter entnehmen, aber wer es vernünftig haben möchte, beziehungsweise einen sauberen Abschluss, der kann natürlich das Ganze mit einem Forstmannbohrer aussägen, aber später kommt hier passende Abdeckung drauf. Die verdecken das Ganze auch. So, das Ganze hier einklipsen. So. Und dann bringen wir es von hier vorne bis zur gewünschten Position. Und natürlich solltet ihr auch bei den Heizungsrohren darauf achten, dass ihr ringsherum ein bisschen Luft lässt. Und zwar, weil hier der Bereich dann natürlich auch arbeitet. Und irgendwann sind wir auch endlich am Ende angekommen. Jetzt müssen wir natürlich die letzte Bahn zuschneiden. Und das macht er wie folgt. Das Stück, was jetzt hier eingeklipst wird, drehen wir um. Zack. Dann gibt es hier auch wieder ein wunderbares Tool von Wolfkraft. Hier vorne ist eine Rolle dran, die gehört zur Wand. Dann spannen wir das Ganze ein. Und dann könnt ihr anhand des Bleistifts hier quasi die Bahn euch anzeichnen. Natürlich kann man das jetzt nicht so schön hier sehen auf dem Material. Zack. Das ist unsere Linie. Jetzt können wir das mal prüfen, ob das passt. Ja, sieht gut aus. Und das können wir jetzt auch mit dem Laminatschneider zuschneiden. So, nachdem wir den kompletten Boden verlegt haben, ich kann euch sagen, wenn man das mitten im Sommer macht, kommt man ganz schön ins Schwitzen. Müsst ihr die ganzen Kunststoffwinkel oder Keile wieder entfernen. Der Boden ist soweit fertig verlegt und jetzt geht es an die Fußleisten. Thema Fußleisten, da gibt es auch ein Sockelleisten-Anbrickset. Da ist eigentlich alles enthalten, was ihr braucht. Und zwar schauen wir da mal gemeinsam rein. Das möchte ich euch nämlich mal zeigen. Es gibt nämlich unterschiedliche Möglichkeiten, so Sockelleisten anzubringen. Ihr könnt sie wie hier mit einer Kartuschenpresse das Ganze rankleben. Ich habe jetzt hier einen Montagekleber, der transparent abbindet. Das heißt, man sieht ihn am Ende nachher nicht mehr, wenn ein bisschen was rausquillt. Dann haben wir hier eine Zugsäge. Damit können wir unsere Sockelleisten in den bestimmten Grad zuschneiden. So. Und dann haben wir eine Lade. Und diese Lade ist was ganz, ganz Besonderes. Die habe ich nämlich schon mal in einem Video verwendet. Ich habe nämlich schon mal ein Video rausgebracht, wie ihr Sockelleisten anbringen könnt. Und das ganze Video werde ich dir hier oben verlinken. Und dort erkläre ich auch diese Lade hier. Das Tolle daran, also man muss die jetzt noch zusammenbauen alles. Und das Schöne daran, ihr könnt die dann in die Ecke setzen, dementsprechend ausrichten, dann fixieren mit der Fixierschraube. Dann nehmt ihr eure Sockelleiste, setzt sie an und könnt die dann mit der Zugsäge zuschneiden und dann passt das wirklich zu 100%. Das ist eine ganz, ganz einfache Sache. Wie gesagt, das Video werde ich dir oben verlinken und auch alle Zubehörteile, die du jetzt hier gesehen hast in diesem Video, die findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt und so schwer war das Ganze gar nicht. Ja, und das war es auch von diesem Video. Wie du gesehen hast, war das nicht so schwer. Trotz alledem kannst du mindestens einen Tag für einen Raum einplanen. Ich habe jetzt hier auch ungefähr 5 Stunden benötigt, obwohl ich das Ganze gefilmt habe nebenbei. Also ich mache das auch nicht jeden Tag, aber Übung macht ja bekanntlich den Meister. Mit den Sockelleisten nochmal, es gibt da wirklich unterschiedliche Methoden. Ihr könnt das Ganze nageln, dübeln, schrauben. Es gibt so Klipse, die ihr an der Wand anbringen könnt. Wie gesagt, darüber gibt es ein extra Video. Ansonsten findest du nochmal alle Infos zu diesem Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und die Wand im Hintergrund, das ist auch noch ein Projekt, darüber wird es auch noch ein extra Video geben. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann unbedingt abonnieren und die Glocke aktivieren, ganz, ganz wichtig, damit du kein neues Video mehr verpassen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Nachmachen und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder um 19 Uhr. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao.